Ja, liebe Freunde, willkommen bei 1984 FM. Ich fange gleich wieder mit einem an. Also nur mal also bei mir geht es einfach nicht. Ich kann nicht irgendwelche Stichpunkte aufschreiben oder komplett alles aufschreiben und dann vorlesen. Das kann ich nicht. Bei mir geht es nicht so. Das kommt vom Gehirn raus und dann kommt halt ab und zu ein Ja, und meine Rechtschreibung ist auch beschissen. Und in Deutsch hatte ich immer eine 5 oder eine 6. Im Diktat war ich immer die Katastrophe. Ja? Dafür hatte ich in Physik immer eine 1. Ja? Ja, in Physik hatte ich immer eine 1. Ich habe mir gedacht, Mensch, was muss man denn immer aufpassen wegen dem mit dem? Die Leute wissen doch, was ich sagen will. Ich tue praktisch auch den Leuten ihr Gehirn mit beanspruchen, wenn ich schreibe. Ne? Dass die sich selber mit Gedanken machen. Ha, so, jetzt komme ich zur Sache. Zu was ganz Wichtigen. Also, reden wir doch nicht alle über heißen Brei rum. Ja, kommen wir doch gleich zur Sache. Kommen wir doch gleich zur Sache. Es geht doch um diese Perle. Es ist eine Perle und es ist die größte Perle der Welt. Ja, das ist das größte Land der Welt. Das ist total dünn besiedelt. Da ist noch nichts verschmutzt. Noch, also in den meisten Fällen ist noch nichts verschmutzt, ja, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ja. Entschuldigung, aber Deutschland, was ist denn da bitte noch natürlich? Ja? Ich meine, ich habe da 40 Jahre lang gelebt und wie gesagt, wenn ich solche Sachen über Deutschland rede, dann rede ich nicht gegen die Deutschen, weil die mag ich ja und das sind super Leute, ja, sondern ich sage hier nur meine Meinung, ja. Genauso wie das deutsche System im Arsch ist, ja. Das brauche ich aber gar nicht sagen, das wissen ja eh alle. Schuften, 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 schuften. Dann war mal Urlaub und am Wochenende musst du dir den Kopf zudröhnen, dass du das Schuften verkraften kannst. Und arbeiten bringt nichts. Wenn du arbeitest, hast du keine Zeit zum Geld verdienen. Also Deutschland, die Katastrophe. Wer da gerne freiwillig lebt, das kann ich mir eh nicht vorstellen, ja. Vor allem sind da zu viele Schlafschafe. Jetzt, Mensch, ich tue schon wieder ausschweifen. Also ganz kurz, es geht mir um Russland. Ja? Russland ist eine Perle, das hat alles, was man braucht. Wälder, Wasser ohne Ende. Das ist ein Riesenland, ja. Das ist ein Riesenland und hat nur 144 Millionen Einwohner aktuell. Ja, kannst du das vorstellen? 124 Millionen Einwohner. Das ist ja, Deutschland hat ein bisschen weniger, ja, also prozentual gesehen, ja. 144 Millionen Einwohner, die würden eigentlich alle da Richtung, die würden alle ganz vorne kurz bei Polen reinpassen. Der ganze Rest von Russland ist voll mit Rohstoffen, voll mit Öl, voll mit Gas. Tun sie ja auch langsam schon herausholen. Ja, das ganze Land und unberührt und Steppen ohne Ende. Man könnte die ganze Welt allein mit einem Zehntel von Russland ernähren. Ja, es ist so, tut mir da nicht, da irgendwas jetzt da rein labern. Übrigens, die Welt ernähren, das ist nur eine Panikmache. Natürlich, ich will auch nicht, dass noch mehr Milliarden Menschen leben, ist ja klar. Man kann es aber ohne diese NWO-Lösung des Tötens oder Verhungern lassens machen. Man könnte einfach sagen, so, ab jetzt gibt es Familienplanung, ne? Aber eine eigene Familienplanung. Man muss einfach selber, man muss es halt in den Schulen beibringen, ja? Okay, zwei, drei Kinder und wenn man merkt, aha, die ganzen anderen Leute kriegen keine Kinder, dann kann man auch gern mehr machen. Man muss selber mit seiner Meinung da reinbringen. Also freiwillig muss das gehen, ja? Und ganz, ganz nebenbei, merkt euch diesen Satz, ja? Ich darf hier übrigens reden, was ich will, das ist mein Kanal und wenn es einem nicht gefällt, dann soll er sich verpissen, soll er sich was anderes anhören, ja? Ich sage hier meine Meinung. Ich sage hier meine Meinung, meine Gedanken. Ganz ehrlich, ganz wichtig, ja, merkt euch diese Worte, ja. Wenn man allein in Deutschland, es geht um die Welternährung, ja, wenn man allein in Deutschland neben jeder Autobahn 10 Meter Platz nehmen würde und daraus Ackerfläche machen würde, ja, wäre komplett ganz Europa ernährt. Ja, komplett ganz Europa. Okay? Nur an den Autobahnen 10 Meter. Ja? Also hört bloß auf mit, die Erde bringt uns nicht genug Essen oder so. Ja? Alles Schwachsinn.
Ihr müsst nur mal schauen, was wächst da? Da wachsen nur Bäume. Ihr müsst pro Quadratmeter, das wird ja auch in den Landwirtschaftsschulen da beigebracht, pro Quadratmeter kann man eine bestimmte Menge an Kilojoule, also an Energie, sozusagen Nahrung, herausholen. Und das kann man einfach nur ausrechnen. Ja? Und wenn es nicht die linke Seite reicht, dann macht dann halt die rechte auch dazu. Also nur so viel zur Ernährung der Welt. Ja? Es gibt genug Platz zum Anbauen, auch ohne Monsanto. Das ist ja auch eine Verarschung. Mensch, was mache ich eigentlich hier für ein Video? Es hätte eigentlich ein Video um die Perle Russlands gehen sollen. Aber jetzt muss ich das eine noch schnell sagen. Der Beweis, dass ihr alle verarscht werdet, ja, ist die EU, blöden, verfluchten, abartigen, diese Beamten, das sind Teufel, das sind Satanisten. Ja. Die wollen euch weismachen, dass wir müssen genmanipuliertes Zeug zulassen, damit wir das meiste aus dem Boden rausholen, um die Ernährung in Europa zu sichern. Ja, dann fragt euch doch mal bitte, warum finanziert die EU Bauern, Großbauern natürlich wie immer, Großbauern, wenn sie ihre Felder brach liegen lassen? Ja? Könnt ihr euch das vorstellen, wie ihr verarscht werdet und wie dumm ihr eigentlich seid und darauf reinfällt? Ja? Also, die finanzieren praktisch den Großbauern, die zahlen ihnen Geld, wenn sie ihre Felder für ein paar Jahre brach liegen lassen. Und andererseits sagen sie aber, wir müsen Genzeug zulassen, Genmais und so weiter, weil wir die Ernährung gesichert haben wollen. Ja, also, das ist doch schon mal ein Beweis, ja, aber euch idiotischen, dummen Schlafschafen, ihr denkt ja nicht nach, denkt halt einfach mal nach, ja. So, und jetzt komme ich wieder zur Sache. Wegen Russland, ja. Die ganze Sache geht ja wegen der Ukraine, ja. Also, das ist natürlich geht es um Russland, ja. Um Russland. China natürlich sowieso auch, aber hauptsächlich, glaubt mir, hauptsächlich um Russland, ja. Schaut euch doch einfach mal hier auf der Karte dieses Land an. Es hat, wie gesagt, alles nervt. Felder können die anbauen ohne Ende und das ist alles noch unerforscht. Ja, das ist unerforscht. Mich würde es nicht wundern, wenn da mal noch ein Jedi auftauchen würde. Ja. Der Stalin hat ja Zwangsarbeiter dahin schicken müssen. Ja, das ist unberührte Natur. Das ist eine Wildnis, versteht ihr? Das ist ein Dschungel. Einer der letzten Paradiese auf dieser Erde. Und was meint ihr, was man da touristisch alles machen könnte? Das ist ein Paradies, da könnte man herrliche Sachen machen. Ja? Zum Beispiel autarke Dörfer und was weiß ich. Vielleicht haben sie da das vor. Kann ja sein, dass sie die ganze Welt mit ihren Megastädten kaputt bomben wollen. Ne? Wegen, ihr wisst schon, NWO, Georgia Guidestones, auf die 500 Millionen herunterreduzieren. Und dann wollen sie vielleicht selber dort leben, weil da noch nichts vergiftet ist. Ha? Jetzt geht es aber weiter. Also, das ein Beweis, dass ich euch hier die Wahrheit sage, bekommt ihr jetzt nochmal. Und zwar, passt mal auf, ja. Die westlichen Länder, also USA vor allem, ja, und ihre Bankster. Wenn ich jetzt sage USA, das sind die Bankster, Rothschilds, England sowieso mit dabei. Also Hauptkopf ist ja England in dem Fall, die Rothschilds Banker und so weiter und die zionistische Lobby, ja. Nicht Juden, nein, es gibt super Judenmenschen, die sind toll, die sind wichtig. Ich will hier niemanden verallgemeinern, nur bei Zionisten bleibe ich gleich. Zionisten sind Wichser, ja. Da hat der Erdogan mal auch mal wieder recht. So, ganz kurz. Die kennen nur eins. Ja, das sind wie wild gewordene kleine Kinder. Das sind wie egoistische kleine dumme Babys, Kinder, die anderen Kindern die Spielsachen wegnehmen wollen. Ja, lieber verbrannte Erde, als dass sie die selber was machen damit. Ja, schaut, stellt euch mal vor, Europa. Europa ist das so doof, diese Politiker sind so gekauft, so satanisch. Stell dir mal vor, Europa würde sich doch lieber mit Russland zusammentun, ja? Mit Russland zusammentun. Stellt euch das mal vor, die könnten dann gemeinsam, ja, eine wundervolle Welt aufbauen mit all den russischen Möglichkeiten, ja, vom Land her gesehen und so weiter, ja. Die könnten ein paradiesisches Leben für die Welt aufbauen und schaffen, ja. Ohne das alles kaputt zu zerstören. Nur, da gibt es halt ein Problem. Da schaut dieses verwöhnte, fette Baby
zu und lässt es aber nicht zu. Ja? Der will nicht, dass seine Freunde, die Europäer, mit anderen sich verbünden und ein schönes Leben haben und die Spielsachen für sich alleine haben. Nein, der will die Spielsachen für sich haben. Und jetzt kommt der Beweis, dass ich nicht lüge. Schaut euch doch alle Länder an, wo versucht wurde, was Eigenes auf die Beine zu bekommen. Schaut euch doch mal die Länder an. Ja? Libyen war im Frieden. Das war im Frieden. Frauen konnten da ohne Kopftücher rumlaufen. Die hatten die beste Bildung dort, hatten kostenlose Wohnungen, kostenlosen Strom. Ja? Und das geht natürlich nicht. Und die haben halt Ressourcen gehabt. Das geht natürlich nicht. Die dürfen es doch nicht gut haben. Ich muss es besser haben. Bums, kaputt. Ja? Afghanistan. Da wurde gerade angefangen, ein normales Leben anzufangen. Okay, unter diesen primitiven Taliban natürlich. Ja? Aber trotzdem, da wurde es angefangen und schwupps, die Bups. Die Rohstoffe dürfen sie nicht verkaufen an andere Länder. Bums, sind die Amis drin. Was ist jetzt? Die Taliban ist wieder an der Macht. Überall werden Drogen angebaut, weil das bringt mehr Geld. Versteht ihr? Die USA, diese Bankster-Menschen, kennen nichts anderes als Tod und Vergeltung. Tod und Raub. Ja? Die hinterlassen nur eine Spur von Tod und Raub. Nennt mir bitte ein Land, wo die drin waren, wo es jetzt super zugeht. Nennt mir bitte ein Land. Nennt mir ein Land. Eher im Gegenteil. Wo die drin waren, wird gewütet. Schaut auch in Namibia und so weiter an. Ja? Wenn sie Shell und so die Lizenzen geben. Die lassen ein verseuchtes Land lassen sie übrig. Ja? Und die Menschen bekommen nichts davon. Nichts. In Libyen war es anders. Die Menschen hatten ihre Wohnung, ihr Fressen, ein Auto. Wenn sie geheiratet haben, haben sie noch $50,000 bekommen extra. Ja? Das darf ja, wie gesagt, nicht sein. Ne? Oder wie im Iran, bevor der Ayatollah dort die Revolution gemacht hatte, war ja diese Schah an der Macht. Der wurde ja von den USA ja gefördert ohne Ende. Ja, warum wohl? Weil er das Benzin und so weiter an Aral und auch an Shell günstig verkauft hat. Das Volk hatte drunter gelitten. Deswegen haben sie ja ihn rausgeschmissen. Meint sie, man kann in der Volk eine Revolution machen, wenn es gut geht, ohne die NWOs. NGOs sind nicht No Government Organization. Ja? Also nicht Regierungsorganisationen. Da müsste es eigentlich NROs heißen. Aber das hat sich ja jetzt. Ne? Dasselbe Schicksal droht auch Russland. Und wir in Europa sollten eigentlich alle zusammenhalten und ein wunderschönes Miteinander und Leben vereinbaren. Aber das, wie gesagt, das erlaubt ja dieses verwöhnte, fette Kind nicht. Uns gibt dieses fette, verwöhnte Kind nur Dreck. Ja? Ihr seht's ja. Genmais, McDonald's, Starbucks-Müll, dann die ganzen, wenn sie Fleisch importieren, sind sie immer vergiftet. Ja? Dann ihre dummen Filme, Transformer-Geschmarri und solche Sachen. Was kommt von dort? Von dort kommt nur Müll. Merkt ihr das nicht? Nur Müll. Die Solarenergieindustrie, kam das von dort? Die Welle? Nein. Also, ihr müsst endlich ein wenig selbstbewusster werden. Aber ich sehe eh schwarz. Erstens, weil ihr nicht selbstbewusster werden könnt. Also ihr wisst schon, wer angesprochen ist, ja. Zweitens lässt es das Militär nicht zu und die Bankster lassen es auch nicht zu. Die lassen euch nicht eure Spielsachen. Das darf nicht sein. Tschüss, danke, das war's. Ihr wisst Bescheid.